Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Kiez Konkret. Heute ist Internationaler Tag der Pflege und deswegen sind auch wir von Kiez Konkret heute in einem Pflegewohnheim. Und zwar im Wedding, im Pflegewohnheim Schillerpark. Dort begleiten wir den Bezirksbürgermeister Christian Hanke, der diese Einrichtung hier heute besucht. Und wir starten mit einem Gymnastik- und einem Gesangsprogramm. Wir legen den Stock locker auf die Beine, fassen ihn mit der offenen Hand an und winkeln einfach nur die Arme an. Einfach anwinkeln. Jetzt sind wir mit. Rechtes Bein wird lang gemacht, Knie durchgedrückt und der Stock rollt nach unten. Bis zur Fußspitze werden wir schaffen. Und dann wieder nach oben. Frau Schmidt, wenigstens versuchen. Wenigstens versuchen, Frau Schmidt. Und lächeln. Sehr schön. Ganz prima. Okay, den Stock nach unten auf die Erde, aber festhalten. Und wenn wir jetzt nach oben kommen, atmen wir tief durch die Nase ein. Die Nase ein und durch den offenen Mund wieder raus. Und nochmal. Durch die Nase tief rein und durch den offenen Mund raus. Und wieder. Und ein letztes Mal. Und Luft holen und lächeln. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach. Er malet uns Korn zu dem kräftigen Brot und haben wir solches, so hat's keine Not. Bei mir ist jetzt der Einrichtungsleiter Carsten Glöckner. Herr Glöckner, bevor wir auf die Aktion kommen heute, 5:05, würde ich gern von Ihnen wissen, was ist das hier genau für eine Einrichtung? Was wird hier alten Menschen alles geboten? Wir sind ein Pflegeheim des Evangelischen Johannesstiftes hier im Gelände des Paul-Gerhardt-Stiftes in Mitte von Berlin. Wir haben 156 vollstationäre Plätze. Dort wohnen Bewohnerinnen der Pflegestufe 1 bis zur Pflegestufe 3 und Härtefälle. Wir haben viele demenzerkrankte Bewohner bei uns im Haus zu wohnen. Und wir bieten, wie gesagt, eine vollstationäre Pflege. Wir bieten eine Betreuung rund um die Uhr Betreuung. Wir bieten viele soziale betreuende Angebote. Wir haben ein reichhaltiges Festprogramm bei uns im Jahr. Und wir sind eine Einrichtung des Berliner Projektes. Das heißt, wir haben einen Heimarzt, der zu uns ins Haus kommt und bei uns unsere Bewohnerinnen und Bewohner versorgt. Das heißt, das, was wir jetzt gesehen haben, dass gemeinsam gesungen wird, gemeinsam Gymnastik gemacht wird, das ist für Sie ein alltägliches, normales Angebot? Das ist ein alltägliches, normales Angebot. Jeden Tag gibt es Angebote an unsere Bewohnerinnen und Bewohner, die, wenn sie möchten, gerne daran teilnehmen können und mit uns entweder kreativ oder mit unseren Kollegen kreativ gestalten können oder aber singen, Sport machen können, die auch eben einen Therapiehund begleiten können oder von einem Therapiehund begleitet werden. Und vieles andere mehr. Gut, nun wird heute am Internationalen Tag der Pflege von Ihnen die Aktion 5:12 gestartet. Wir stehen vor den gepackten Kisten voll mit Forderungen und Fragen. Was ist für Sie die Hauptsache dieser Aktion? Also was brennt Ihnen besonders unter den Nägeln? Für mich ist es am wichtigsten, dass endlich anerkannt wird, dass die Pflege in Deutschland nicht aus schwarzen Schafen besteht, sondern dass die Pflege in Deutschland in allermeisten Fällen gute,
solide Arbeit für den Menschen ist, die auch die nötige Anerkennung bekommen soll für eine würdevolle Pflege und wo wir eine vernünftige, attraktive Ausbildung brauchen, damit das in Zukunft auch weiter gewährleistet werden kann. Das heißt, Sie spüren das schon auch als Einrichtungen, wenn eben Schreckensberichte in den Medien kommen über ja, völlig haltlose Zustände in Pflegeheimen. Es macht mich sehr, sehr traurig, dass es eine solche haltlose Pflege in den Heimen gibt. Es ist aber auch so immer von zwei Seiten aus zu betrachten. Es sind nicht immer die Leitungen, die aus einem gewissen Profit heraus das auch so wollen, sondern es ist auch so, dass wir zu wenig Pflegefachkräfte haben und dass mit den wenigen Pflegefachkräften auch dafür gesorgt werden muss, dass die Menschen rundherum betreut werden sollen. Und das ist manchmal ein ganz, ganz, ganz dünner Balanceakt. Wie ist das bei Ihnen hier? Also man hat ja gehört von, Sie sprechen sich ja den Beitrag bei RTL an, der ja nun in aller Munde war in den letzten Wochen. Da wurde erzählt, dass die Pfleger mal gerade 7-8 Minuten am Morgen haben für die alten Bewohner. Wie ist das hier bei Ihrer Einrichtung? Wie ist da der Schlüssel? Also wie viele Pfleger müssen wie viele alte Menschen betreuen? Der Schlüssel, der richtet sich nicht danach, was der Pflegedienstleiter oder der Heimleiter sagt. Der Schlüssel, der sollte sich danach richten, wie die Pflegestufen verteilt sind. Der Gesetzgeber sagt ganz klar, es gibt so und so viele Mitarbeiter für so und so viele Pflegestufen und danach kann das Personal auch eingesetzt werden. Setzen wir mehr ein, riskieren wir die Wirtschaftlichkeit. Setzen wir zu wenig ein, riskieren wir eine gute Pflege. Und darauf kommt es an, eine gute Pflege haben zu müssen und zu wollen, damit unsere Bewohnerinnen und Bewohner ordentlich versorgt werden. Herr Glöckner, wie ist das bei Ihnen mit der Transparenz? Also wenn ich jetzt bei Ihnen Bewohnerin bin und ich habe ein Problem mit einem bestimmten Sachverhalt, was auch immer das ist, ob es nun das Essen ist, ob es die Art ist, wie mit mir umgegangen wird, gibt es da eine Stelle, an die ich mich dann hier wenden kann, wo sozusagen jemand sitzt, der als Anwalt für mich hier tätig wird? Bei uns im Haus ist es so, dass jeder Mitarbeiter Anwalt ist. Es gibt ein Beschwerdemanagement. Jeder Mitarbeiter ist dazu verpflichtet, die Sorgen und Nöte zu hören, aufzuschreiben und an die richtige Stelle weiterzuleiten. Schlussendlich, wenn nichts hilft, dann landet es bei mir und dann wird was passieren. Was auch angesprochen wurde, ist das Problem, dass Sie zu wenig Pflegekräfte überhaupt auch akquirieren können. Dass immer weniger Menschen bereit sind, diesen Beruf zu ergreifen. Dann haben wir den demografischen Wandel, immer mehr junge Leute, die zur Verfügung stehen für diesen Markt. Was glauben Sie, woran das hauptsächlich liegt, dass dieser Beruf dieses Image des Unattraktiven hat? Es ist zum einen sicherlich das Image, was im Fernsehen und in den Nachrichten immer wieder verbreitet wird. Am besten verbreiten sich schlechte Nachrichten. Man will nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen hören. Aber das wäre für die Pflege und für die Versorgung unserer Mütter und Väter und später von uns selber eigentlich am wichtigsten, dass wir eigentlich sagen, hey, hört mal her, Leute, so funktioniert das wirklich in den Pflegeheimen. Und es ist ein Beruf, der sehr, sehr nah am Menschen ist. Und nicht jeder Mensch eignet sich dazu, beziehungsweise fühlt sich nicht dazu berufen, sehr nah am Menschen zu arbeiten. Daher bedarf es eigentlich auch nur einen gewissen Teil von Menschen in der Bevölkerung, die das auch von sich aus können. Bei jungen Menschen ist es häufig so, dass die eher einen anderen Beruf haben wollen, der Action und Spaß bringt. Und an der Stelle ist es sehr wichtig zu gucken, wer sind diese Menschen, die das denn auch tatsächlich wollen und die auch die Mühe in der Pflege auf sich nehmen und die so eng an Menschen arbeiten wollen. Es hat vieles mit der Betreuung von Menschen zu tun, mit der Alltagsbegleitung. Es hat aber eben auch was mit der Grundpflege zu tun. Und diese Nähe, diese körperliche Nähe, diese menschliche Nähe zueinander, die schreckt, denke ich, doch auch vielfältig ab. Insofern denke ich, ist es am besten, wenn es Menschen gibt, die in der Zweitausbildung sind, die dann später nochmal auf uns zukommen, die gestandene Persönlichkeiten sind und die dann noch einmal eine Ausbildung auf sich nehmen wollen, genauso wie Herr Handke vorhin gesagt hat, wo man sie dann dabei unterstützen muss, dann auch nochmal erstens eine zweite Berufschance zu bekommen und vielleicht dann auch einen Beruf zu bekommen, der ihnen auch Spaß macht. Und auch bei der Bezahlung, sollte sich da auch was ändern? Ich finde, an der Bezahlung kann man immer etwas ändern. Ich halte den Pflegemindestlohn für zu gering. Ich glaube, zurzeit liegt er bei 8,75 Euro bzw. 9 Euro. Der ist zu gering. Davon kann man nicht ordentlich leben. Ich denke, der sollte höher sein. Allerdings müssen wir auch betrachten, dass dieser Pflegemindestlohn eher die Menschen betrifft, die ohne Ausbildung sind und nicht die Menschen betrifft, die eine Ausbildung haben. Das ist zum einen der Sachverhalt. Zum anderen müssen wir aber auch gucken, wie geht es den Menschen in Deutschland insgesamt, die
in anderen Berufszweigen arbeiten und die häufig mit weniger auskommen müssen. Herr Glöckner, zum Schluss die Frage, wir haben heute den Internationalen Tag der Pflege. Das heißt, alle Welt spricht darüber und berichtet auch darüber. Das sieht morgen schon wieder ganz anders aus. Gut, nun schicken Sie Ihre Fragen heute ans Ministerium. Meine Frage ist, haben Sie Sorge, dass das letztlich wieder nur ein Strohfeuer ist, dieser Tag und auch letztlich Ihre Aktion und dann in 3 Monaten das Thema wieder nicht auf der Agenda ist? Leider befürchte ich, dass das ein Strohfeuer ist. Insofern sollten wir und sollte die Politik dafür sorgen, sollte die Pflege dafür sorgen, dass es eine gewisse Nachhaltigkeit hat, dass wir nicht unbedingt jeden Tag davon sprechen, weil es wäre ja auch schlimm, aber dass es aus unseren Köpfen nicht wieder verloren geht. Vielen Dank, Herr Glöckner. Heute ist Internationaler Tag der Pflege, liebe Zuschauer, und wir begleiten Bezirksbürgermeister Christian Hanke bei seinem Besuch hier im Pflegewohnheim Schillerpark. Gleich wird es eine Diskussion geben, und zwar sowohl mit den Betreuern der Einrichtung und auch mit Pflegenden und auch mit Bewohnern und dem Bürgermeister. Wir sind dabei, also bleiben Sie bei uns.